Hallo, PopcornJS, Bildanzeige. Ein bestimmtes Modul namens Image wurde direkt dafür geschaffen, um im HTML5 Video JavaScript Framework PopcornJS für die Bildanzeige zu sorgen. Und dieses Modul möchte ich hier mal vorstellen, wie funktioniert das. Hier habe ich eine HTML-Seite mit dem Video-Tag, mit der ID Video und mit dem Video V. OGG und mit der Breite 960 Pixel. Ebenfalls darunter gibt es einen Div-Container mit der ID Info. In Zeile 3 wird das PopcornJS Framework geladen und danach kommen dann die Angaben zu dem Modul. In Zeile 5 wird dafür gesorgt, dass das Dokument vollständig geladen wird. Und danach eben werden die Zeilen ausgeführt. Okay, in Zeile 17 wird die Lautstärke auf 0 gesetzt. Und in Zeile 9 kommt dann das genannte Modul Image zum Einsatz. Bei diesem Beispiel gibt es die Option Start, End, HR, EF. SRC und Target. Start, das bedeutet, das Bild wird von Sekunde 0 an angezeigt und die Anzeige endet bei Sekunde 5. Und das ist die Adresse, auf die dann ein Link erstellt wird mit dem Bild. Und dieses Bild wird dann per SRC angegeben. Und das Ganze passiert dann im Div-Container mit der ID Info. Okay, dann Seite laden. Okay, und dann wird hier unten schon das Bild angezeigt. Dann auf Play drücken und dann von 0 bis 5 wird eben das Bild angezeigt. Okay, und wenn ich mit der Maus drauf gehe, dann gibt es einen Link zu der Adresse, die ich in Zeile 12 bestimmt habe. Ciao und viel Glück!